Start, los! Herzlich willkommen zur OP Black Fortress. Mein Name ist Patrick und wir von der Airsoft-Gemeinschaft Bodensee organisieren die Black Fortress zukünftig einmal im Jahr auf dem Bärenkopf. Die Black Fortress, kurz BF, ist eine klassische Airsoft-OP mit einem innovativen Spielsystem und einigen Milsim-Regeln. Die Story spielt in dem fiktiven, rohstoffreichen Land Alutra, in welchem eine vom Nachbarstaat finanzierte Söldnerarmee, genannt die Verdad, und eine von westlichen Staaten ins Leben gerufene Internierungseinheit des Special Operation Force, kurz SOF, um die Kontrolle über das strategisch wichtige Black Fortress kämpfen. Im Fokus der Airsoft-OP stehen aber die klassischen Spielmodi Rush und Domination, welche wir durch ein immersives Spielerlebnis und mit Hilfe von viel Technik auf ein neues Airsoft-Level bringen möchten. Bringen Sie die stabile Seitenlage, bleibt hier hinter Sie. Hit! Fuck! Begonnen wurde am Samstag mit dem Rush-Szenario. Hierbei haben abwechselnd beide Fraktionen maximal 3 Stunden Zeit, sich bis zum oberen Ring der Festung hochzukämpen. Dabei müssen sie insgesamt 5 Flankenpunkte einnehmen und dürfen die zuvor festgelegten und markierten Spielfeldgrenzen nicht überschreiten. Die Verteidiger haben an jedem Flankenpunkt jeweils nur einen Treffer frei und müssen sich nach einem Hit zum dahinterliegenden Flankenpunkt zurückziehen. Der Rauch soll vor uns, nicht hinter uns. Hit! Meine Aufgabe als Fraktionsführer der SOF war es, die einzelnen Squads möglichst effektiv einzusetzen. Wir haben zuvor noch einiges an Stellungen im Wald ausgebaut, welches dem defensiven Team ein effektives Verteidigungssystem bot. Delta, Bravo, links! Los, ich hab auch vor. Fuck. Bring dich mal in die stabilen Seitenlage. Danke dir. Ding wieder einpacken. Medic hierher. Wenn ihr Rauch habt, schmeißt ihn hervor. Hit! Danke. Achtung, Granate! Wahnsinniger! Links den Hügel beachten! Rechts um!
Hit! Sicherung aufbauen! Wir sind jetzt hier, ja. Haben den Ölbohrturm gesichert, bevor die Verdatt ihn sprengen konnte. Haben jetzt nur 2 von 4 Explosionskisten. Müssen wir mit leben. Vielleicht sind noch welche auf der Radarstation. Das könnte noch sein. Wie ihr die Spielfeldkarte seht, der Gegner befindet sich innerhalb der Radarstation. Ich brauche jetzt einen Squad, der schon frühzeitig hier sich absetzt und versucht, über links zu flankieren. Beachtet die Minenschilder nicht, dass ihr dahinter kommt. Ja. Haben wir einen Medic hier? Ja. Medic! Ja, ist ja gut. Okay. Los, Angriff! Angriff! Oh! Hit! Aber das Ding ist eins von der härtesten Stellungen hier auf dem ganzen Gelände. Oh, ja, ja. Ja! Wir haben die Fahne! Die Flankpunkte werden durch 5 Meter hohe Fahnenmasten mit einer roten und blauen Fahne für die jeweiligen Fraktionen deutlich sichtbar markiert. Claras Hügel bzw. die Radarstation als 3. Flankpunkt war dabei sehr schwierig einzunehmen. Um weiter in die Festung vorrücken zu können, mussten meine Pioniere die zuvor versteckten Sprengkisten finden und die Sprengladung an den spanischen Reitern platzieren. Hier ist so ein Fernzünder. Draht entzweien. Ihr habt's einen. Hier, Polung ist egal. Einen hier rein. Einen hier rein. Sprengkappe lösen. Drüber stülpen und wieder verbinden. Wir brauchen 2 Mann zur Sicherung. Die Sprengung an. Alle scharf, alle Kontrollleuchten an. Okay, zurückziehen. Okay, ich deck dich, ihr könnt hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, da hinten müssen wir. Geschafft! Mit nur 5 Minuten Restzeit konnten wir die letzte Fahne auf dem oberen Festungsring einnehmen. Denn die Verteidiger haben ab dieser Position die Golden Shot Regel. Rückrunde. Nach einer kurzen Mittagspause sind nun wir dran, die Flankpunkte zu verteidigen.
Die versuchen uns über rechts zu flankieren, haben hier rechts ein paar Männer. Ja. Links oben, links oben, links oben! Passt auf, gell, die können da von links reinschießen. Hit! 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 Sie können ja vorne unterhalb der. Tatsächlich hatte Steve Attat geschafft, das Angriffstempo konstant hochzuhalten, was uns kaum eine Atempause ermöglichte. Letzte Stellung, ich gehe in den Turm. Kannst du Dinger auf und zumachen? Die kommen von der Richtung! In Deckung, gell? Wir haben. Danke. Ja, los. Zu. Geil. Jetzt hier aufmachen. Ihr habt doch schon die Flagge eingenommen, ihr Idioten! Am Sonntag kam unser innovatives Spielsystem zum ersten Mal zum Einsatz. Das Domination-Spielsystem ist deshalb innovativ, weil die Flankpunkte nicht nur physisch durch das Hissen der eigenen Fahne eingenommen werden können, sondern zusätzlich durch das Bedienen der Flankenbox, welche sich unterhalb an jeder Fahne befindet. Diese Flankenbox besitzt einen Wi-Fi-Controller, der mit einer interaktiven Spielkarte auf unserem Server verbunden ist. Hier werden nach dem Betätigen des roten oder blauen Buttons alle 10 Sekunden Punkte für die eingenommene Flagge generiert. Der Clou dahinter?
Die Spieler können mittels eines QR-Codes auf ihrem eigenen Smartphone jederzeit auf diese interaktive Karte zurückgreifen und wissen somit quasi in Echtzeit, welche Spielfraktion welche Fahne besitzt und wie groß der Punkteabstand ist. Also, wir starten. Los! Los, los, los! Weiter, komm, nimm die Flagge ein. Wir haben die Belastungsgrenze für das Event relativ hoch gehalten und haben den Spielern körperlich einiges zugemutet. Wenn man bei Domination gewinnen möchte, muss man möglichst schnell die Flaggen einnehmen und auch halten. Damit letzteres nicht zu einfach ist, gibt es ein absolutes Nachladeverbot innerhalb des Spielfeldes. Nachgeladen werden kann also nur am HQ oder an den wenigen auf dem Spielfeld verteilten Munitionsdepots, welche optisch durch Munitionskisten gekennzeichnet sind. Habt ihr schon Kontakt? Der Wehrgang wäre hier ums Eck da rein. Sag an, sag Kommando, was sollen wir machen? Wir gehen den Wehrgang hoch und nehmen Pimper ein, weil hier okay, können wir nicht so ungedeckt vor. Genau, ja, dann gehen wir den Wehrgang hoch. Also. Ich deck nach links, die geht gleich rechts. Und go. Komm, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Letzter Mann. Was mache ich, Teammeister? Einer deckt nach hinten. Okay. Ihr drei verlegt mal bis darüber. Ich decke in die Richtung, okay? Oh. Kurze Pause, das Spielgelände hat es nämlich in sich. We'll be right back.
Wenn mich jemand ablöst. Also folgendes, ich würde hier immer rausschauen, da auch rausschauen und nur da rausschließen. Wenn ich die Luke zu hast, stimmt sich kaum treffen. Wenn ich unten bin, mach das wieder zu. Geile Aktion. Ich gehe aber runter, ja, haltet! Die meisten Flankenpunkte wurden tatsächlich nicht dauerhaft verteidigt. Obwohl er von der Mannstärke her der Verdat am Sonntag deutlich unterlegen war. Ich habe deshalb versucht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, bin dabei aber körperlich auch an meine Belastungsgrenze gestoßen. Wobei ich erwähnen muss, dass die meisten anderen aus meinem Team schon wesentlich früher erschöpft waren. Ihr solltet euch für die OP Black Fortress daher nicht nur fitnesstechnisch vorbereiten, sondern mental auch einen gewissen Biss und Ehrgeiz zeigen. Das gegnerische Team hatte jedoch bis zum Mittag die meisten Flaggen längere Zeit gehalten und vor allem die Position auf der Radarstation niemals verloren. Ziel unserer letzten Angriffsoperation war es daher, die Radarstation einzunehmen und die Radar zurückzudrängen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Infos zu OP Black Fortress findet ihr in den Show Notes. Hit!